Das Wort hat der Abgeordnete Robert Lambeau, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Jede Bedrohung des friedlichen Zusammenlebens muss sich der Staat entschieden entgegenstellen. Das ist eine seiner Kernaufgaben. Darüber besteht in diesem Haus sicherlich Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Hierbei ist ganz klar, der politische Mord an Walter Lübcke und der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau sind eine Zäsur für Hessen und für Deutschland. Uns liegt heute der Antrag der SPD vor mit dem Titel Konsequenzen aus dem rassistischen Anschlag von Hanau ziehen, Rassismus und Rechtsextremismus konsequent bekämpfen, sowie der Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Überschrift Maßnahmen nach Hanau, der Terroranschlag von Hanau mahnt und verpflichtet uns zu konsequentem Handeln gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus. Beide Anträge leiten aus den entsetzlichen Anschlägen Konsequenzen bzw. Maßnahmen ab. Maßnahmen, denen wir als AfD-Fraktion sehr wohl in einigen Punkten, dennoch aber leider nicht in ihrer Gesamtheit zustimmen können. Beide Anträge sind aus unserer Sicht zu einseitig und es muss leider auch gesagt werden, teilweise aus unserer Sicht auch etwas maßlos. Ich will das im Folgenden begründen. So will die SPD die Schule als Orte der Wertevermittlung nutzen, ganz so, als würden in Hessen nicht bereits Werte im Unterricht vermittelt werden. Ihre Formulierung ist an dieser Stelle erstaunlich. Offensichtlich sollen das Neutralitätsgebot und wesentliche Eckpfeiler aus dem Beutelsbacher Konsens wie das Überwältigungsverbot eventuell ausgehebelt werden. Der Beutelsbacher Konsens gibt zwei Dinge unmissverständlich vor. Erstens das sogenannte Überwältigungsverbot, welches dem Lehrer verbietet, dem Schüler an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Und zweitens wird gefordert, dass Themen kontrovers diskutiert werden müssen, damit der Schüler in der Lage versetzt wird, sich seine eigene Meinung zu bilden. Bildung, und damit meine ich eine ethisch-humanistische Bildung, ist die beste Voraussetzung, um Indoktrinationen und alle Formen des Extremismus als das zu erkennen, was sie sind, nämlich menschenverachtend. Die AfD vertraut hier auf das hessische Schulsystem und den antitotalitären Konsens unserer Gesellschaft, sich gegen jede extremistische Strömung jedweder Couleur zu erwehren. In dem SPD-Antrag steht in Punkt 5b, ich zitiere, wichtig ist zudem auch die Stärkung der Sozialarbeit. Sozialarbeit, dafür gibt es nur einen Satz in Ihrem Antrag, Frau Faeser. Das ist letztendlich aus unserer Sicht eine Absichtserklärung, die hier drangehängt wird. Dabei wäre die Aufstockung, die Anzahl der Sozialarbeiter und Schulpsychologen zu erhöhen, sehr wichtig, wenn Sie hier eine konkrete Forderung stellen würden, damit die Regierung dann anschließend beim Wort genommen werden kann. Das Land ist ja schließlich auch zuständig für die Schulen. Rechtsextremismus findet man bei Schülern meist dann, wenn sie aus ärmeren oder zerrütteten Familien kommen. Curricula zum Nationalsozialismus gibt es sicher schon in Hessen. Jetzt werden neue dazukommen, um zu lernen, Extremismus überall zu identifizieren zu können und überall dann dagegen mehr gefeit zu sein. Soweit sicherlich die Hoffnung. Der intellektuelle Prozess in der Schule hilft aber meistens denen, die ein Elternhaus haben, das vor Extremismus schützt, durch offenes Sprechen zu Hause zum Beispiel darüber. Was Sie da vorschlagen, ist alles wichtig, doch am wichtigsten sind Personen, die sich persönlich um Kinder und Jugendliche kümmern, die in Extremismus abgleiten und die konkrete Aufstockung von Sozialarbeiterstellen, von Streetworkern, von Jugendgerichten, Angebote in Anlaufstellen. Das würde es aus unserer Sicht sein, was hier wirklich notwendig ist. Reden ja, lernen von Fakten ja, doch jemand haben, der zuhört, das ist wesentlich. Wir haben in unseren Änderungsanträgen zum Haushalt übrigens auch ganz konkret mehr Schulpsychologen gefordert und dafür auch konkret eine Zahl genannt, 15 Millionen Euro.
Das ist in diesem Kontext der heutigen Anträge etwas sehr Wichtiges, dass wir konkrete Forderungen aufstellen und nicht im Allgemeinen bleiben. Das Zweite, was ich für wesentlich halte, abweichende Meinungen nicht abwerten und lächerlich machen, auch hier zuhören, das wird in der Schule letztendlich erlernt. Ein Vorbild sollte das Parlament sein und Debatten mit klarer Kante ja, aber ohne Diffamierung. Bei anderen Meinungen zuzuhören und die Gründe wissen wollen, warum der andere so denkt. Nur so kommt Bereitschaft zum Dialog, der so wichtig ist. In dem Zusammenhang finde ich es schade, dass man die AfD-Fraktion bei diesem Antrag nicht versucht hat, mit einzubeziehen. Aber schon die SPD konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Antrag, das haben wir eben hier gehört, mit CDU und Grünen einigen. Auch sehr schade. Zum Antrag der SPD. Auch in unsere Sprache soll laut SPD-Antrag eingegriffen werden. Sie müsse angepasst werden, weil es unsere Aufgabe sei, zu sensibilisieren. Gerade Politik müsse als Vorbild vorangehen. Leider erleben wir immer wieder, wie solche Anpassungen zu Sprachverboten führen, was wiederum zur Ausgrenzung und Diskriminierung führt. Nicht umsonst haben laut einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2019 63% der Deutschen das Gefühl, dass sie sehr aufpassen müssen, zu welchem Thema sie sich wie äußern. Mittlerweile dürfte dieser Wert vermutlich noch weiter gestiegen sein. Auch ein hessisches Antidiskriminierungsgesetz steht auf der Forderungsliste der SPD. Das, was Sie dort verlangen, ist aus unserer Sicht in hinreichendem Maße bereits im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG geregelt, zumal alles Nötige auch bereits im Grundgesetz manifestiert ist. Die Gründerväter des Grundgesetzes haben sich etwas dabei gedacht, als sie schrieben, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner Behinderung, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Warum brauchen wir also ein Antidiskriminierungsgesetz, wenn das Grundgesetz als höchstes Gesetz in Deutschland bereits eine klare Sprache spricht? Den Vorschlag einer Landesstiftung halten wir hingegen für bedenkenswert. Allerdings sollte hierbei klar sein, dass Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus gleichermaßen eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen. Bei Gruppierungen, die Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele und Interessen erachten, darf nicht unterschieden werden. Ihre Angriffe richten sich immer gegen uns alle. Und dieser Sachverhalt kommt aus unserer Sicht in den vorliegenden Anträgen nicht klar genug hervor. In der Forderung nach einer angewandten Kultur des Widerspruchs gegen Menschenfeindlichkeit in Polizei und Justiz schwingt im SPD-Antrag der Vorwurf des strukturellen Rassismus mit. Das würde unsere Beamten sowie unsere Justiz unter Generalverdacht stellen. Gerade in Zeiten, in denen auch Polizeibeamte immer wieder selbst Opfer von Übergriffen werden, sollten wir unseren Beamten den Rücken stärken und ihnen hier nicht in den Rücken fallen. Als destruktiv empfinden wir die Forderung der SPD, den Verfassungsschutz besser zu kontrollieren. Niemals dürfen die Parteien Einfluss auf die Entscheidungen des Verfassungsschutzes nehmen, weil sonst einseitige, unzutreffende Entscheidungen getroffen werden, welche eine politische Konkurrenz zum Beispiel mundtot machen könnten. Es besteht dann bei Umsetzung der SPD-Forderung in der Tat die dringende Gefahr einer Beeinflussung des Verfassungsschutzes mit durchaus bedrohlichen Folgen für unsere Demokratie. Nun zur Forderung nach einem Versammlungsfreiheitsgesetz. Dass es erleichtert werden soll, sogenannte Hassdemonstrationen zu verbieten, erscheint im ersten Moment sinnvoll und folgerichtig. Schauen wir nach Berlin, wo ein solches Gesetz von Seiten Rot-Rot-Grün seit knapp einem Monat in Kraft ist. Und wir stellen fest, dass die Polizei und die Opposition bereits vor Verabschiedung massive Kritik daran artikuliert haben. Dort soll die Polizei künftig der Versammlungsleitung alle anwesenden Einsatzkräfte mitteilen. Das Vermummungsverbot wird außerdem gelockert. Demnach ist es jetzt nur noch möglich, Vermummungen zu untersagen, wenn es eine entsprechende Anordnung der zuständigen Behörde gegeben hat. Für bedenklich hält die Gewerkschaft der Polizei auch die Regelung, dass die Versammlungsbehörde den geplanten Streckenverlauf einer Demo künftig veröffentlichen muss. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht erklären, worauf wir mit solchen Regelungen wie in Berlin in Hessen hinsteuern würden. Ich fasse zusammen. Der Antrag der SPD behandelt ein ernstes Thema, aus unserer Sicht aber leider teilweise unseriös. Ein angemessener Rahmen fehlt, stattdessen finden wir ein Konvolut teilweise völlig überzogener Forderungen.
Jeder freiheitliche und konservative Parlamentarier muss aus unserer Sicht diesen Antrag leider ablehnen. Das Gleiche gilt für den Entschließungsantrag der Regierungskoalition, bei dem es sich lediglich um eine etwas konkretere Form des SPD-Antrages handelt. Zum Abschluss möchte ich gerne noch zwei Punkte kurz erwähnen. Zum einen stellt die SPD in ihrem Antrag in Punkt 3 fest, dass es dringend einer besseren Kommunikation zwischen den Angehörigen der Opfer und der hessischen Landesregierung bzw. auch der hessischen Landespolizei bedarf. Bei den Angehörigen der Opfer sei durch die Tat viel Vertrauen verloren gegangen. Durch mangelnde Transparenz und Aufklärung kann sich dies nur verschärfen. Dem können wir uns, Frau Faeser, durchaus anschließen. Wer zum Beispiel die Dokumentation Hanau, eine Nacht und ihre Folgen vom 19. Februar 2021 gesehen hat, und ich habe mir das sehr gründlich angeschaut, kann diese Sätze nachvollziehen. Und noch ein Aspekt am Rande. Mir fiel in den beiden vorliegenden Anträgen von SPD und CDU und Bündnis 90 Die Grünen auf, dass alle Opfer des Anschlages von Hanau namentlich benannt wurden, bis auf die Mutter des Attentäters. Das ist mittlerweile auch die gängige Lesart dieses Anschlages, aber es fällt halt auch vielen Menschen unangenehm auf. Ich erwähne es deshalb hier einmal. Es wurden in Hanau... ...des Antrags... Da ist ein Wackel... mal zu beheben. Test, jetzt geht's wieder. Es ist daher schade, dass wir uns aufgrund der in den vergangenen Minuten Abstimmung der Anträge Kollege. Da wackelt was, sagen wir hier. Ist gut, dass wir Also sieht wieder besser aus. Wollen wir hoffen, dass es so besser bleibt. Ja. Sei vorsichtig dahinter. So, dann kommt als Nächster der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben hier im Hessischen Landtag gemeinsam der Opfer der fürchterlichen rassistischen Morde von Hanau am 19. Februar 2020 gedacht. Es war ein menschenverachtender, rechtsextremistischer Anschlag, den die Landesregierung und den ich persönlich zutiefst verurteile. Der Antrag der Koalitionsfraktionen formuliert es ganz klar. Der Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau ist ein tiefer Einschnitt für unser Land. In erster Linie natürlich für die Hinterbliebenen, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Tobias R., der mutmaßliche Täter, hat in nur 5 Minuten und 6 Sekunden
9 unschuldige junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten, in einem abscheulichen Terrorakt erschossen und unser Land für immer verändert. Er hat in der Bar La Votre am Heumarkt und der Arena Bar am Kurt-Schumacher-Platz in wenigen Minuten ganze Familien zerstört, jungen Menschen das Leben und die Zukunft genommen und aus einer verabscheuungswürdigen Ideologie heraus ein ganzes Land angegriffen. Der 19. Februar wird uns begleiten und verpflichten zur Reflexion, zu einer klaren Haltung und zum Handeln. Der Mörder hat sich seiner gerechten Bestrafung und umfangreichen Aufarbeitung dieser schrecklichen Taten durch einen öffentlichen Prozess mit seinem Suizid entzogen. Für in dieser Nacht verletzte Opfer, Hinterbliebene und Angehörige ist es darüber hinaus schmerzlich, dass sie den mutmaßlichen Täter nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren mit diesen fürchterlichen Verbrechen konfrontieren können. Dennoch, die Hessische Landesregierung, die Hessische Polizei und ich setzen alles daran, um den Generalbundesanwalt bei der lückenlosen Aufklärung und den Ermittlungen der Tat bestmöglich zu unterstützen. Viele Fragen, die auch gerade eben von Frau Wissler hier konkret angesprochen wurden, wurden von mir hier übrigens im Plenum und auch im Innenausschuss bereits beantwortet. Ich bin sehr dankbar, dass wir durch den Generalbundesanwalt eine unabhängige und rechtsstaatlich verankerte Institution haben, die Gewähr für die korrekten Ermittlungen der furchtbaren Tat bietet. Soweit darüber hinaus noch Fragen zu den Taten offen sind, wird die Hessische Landesregierung selbstverständlich diese versuchen, umfassend zu beantworten. Dies haben sowohl der Ministerpräsident als auch ich selbst den Opferfamilien und der Öffentlichkeit fest zugesagt. Der Landtag und die Landesregierung waren und sind in Gedanken bei den Familien und Angehörigen der Opfer. Die Familien und Angehörigen der Opfer sollen wissen, sie sind nicht allein. Für die Angehörigen und Betroffenen aus Hanau wurde bereits in der Tatnacht eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Opferbeauftragten von Bund und Land waren und sind jederzeit für die Belange der Hinterbliebenen ansprechbar. Und es wurden bis August 2020 mehr als 1,3 Millionen Euro an Härtefallleistungen des Bundesjustizministeriums an die Hinterbliebenen, Schwerstverletzten und unmittelbar Betroffenen des Terroranschlags ausgezahlt. Natürlich bringt Geld keinen geliebten Menschen zurück, aber die Angst vor der Zukunft in so einer zutiefst traumatisierenden Situation kann zumindest helfen, allgegenwärtige Sorgen zu lindern. Wir werden Sie auch in Zukunft unterstützen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich ausdrücklich die Einrichtung eines Opferfonds. Opfer helfen, Hintergründe aufklären, Demokratie stärken für Hessen. Viele Opferfamilien, viele Hinterbliebene von Straftaten sind direkt nach der Tat mit ganz alltäglichen Problemen konfrontiert. Hier wollen wir helfen. Zu der überwältigenden Trauer um einen geliebten Menschen soll nicht sofort die Sorge um die nächste Miete kommen. Konkret haben wir in meinem Haus direkt nach den Anschlägen bereits im vergangenen Jahr das Sonderförderprogramm Hanau 2020 aufgelegt. Das Programm umfasst insgesamt 600.000 Euro an Landesmitteln, die in den Jahren bis 2022 für die wichtige Arbeit mit Betroffenen des Anschlags vom 19. Februar in Hanau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus lassen wir die Stadt Hanau nicht allein, und wir werden weitere finanzielle Unterstützung aus Mitteln des Landesausgleichsstocks zukommen lassen. Diese Maßnahmen waren und sind wichtig und notwendig. Die Landesregierung begrüßt daher insbesondere die Prämisse, in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen. Wir müssen nun gemeinsam aus der schrecklichen Tat von Hanau lernen und Konsequenzen daraus ziehen. Seien Sie versichert, wir werden weiterhin unser Bestmöglichstes tun, um alle Menschen in unserem Land zu schützen. Auch wenn wir eine vollständige Sicherheit für die Menschen vor Verbrechen und extremistischen Taten nicht vollständig und völlig versprechen können, kann ich klar sagen, Hass, Gewalt und Extremismus in jeder Form haben in unserer Gesellschaft
keinen Platz. Ebenso wichtig wie eine klare Haltung ist die Verbesserung gesellschaftlicher Strukturen. Wir müssen Extremismus möglichst früh erkennen bzw. verhindern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Grundlagen unserer Demokratie und unserer Gesellschaft erhalten und stärken. Das geschieht bereits und muss von jedem Einzelnen von uns privat, beruflich, gesellschaftlich und strukturell noch stärker in den Fokus genommen werden. Der Ihnen vorliegende Entschließungsantrag der Koalition skizziert sehr genau, was auch die Planungen der Hessischen Landesregierung sind. Von der Stärkung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dem Ausbau von Hilfen und Angeboten über die Anpassung von rechtlichen Regelungen. Es zeigt auch einen Ausschnitt der Vielzahl an Maßnahmen, die in Hessen in den vergangenen Jahren zur Bekämpfung von Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus initiiert und umgesetzt wurden. Wenn ich allein im Bereich der Prävention mir anschaue, die Meldestelle Hessen gegen Hetze, die Extremismusprävention, die wir in einem gewaltigen Kraftakt aufgebaut haben, in der Größenordnung von mittlerweile, wenn wir die Bundesmittel von 1,7 Millionen dazu nehmen, glaube ich, sind es 10 Millionen Euro. Wir haben die politische Bildung bereits gestärkt, Netzwerklotsen gegen Antisemitismus in den Schulen verantwortet, das Landesprogramm Hessen aktiv, Aussteigerprogramme aus dem Bereich Rechtsextremismus unter dem Namen Icarus gibt es bereits seit den 2000er Jahren. Wir haben im Bereich der rechtlichen Veränderungen, die notwendig sind, um dort noch besser die Sicherheitsbehörden auszustatten, ja bereits gehandelt. Beim Thema Waffenrecht, meine Damen und Herren, braucht der Hessischen Landesregierung niemand Nachhilfestunden zu geben. Wir waren diejenigen, die mit größtem Nachdruck die Forderung nicht nur aufgestellt haben, sondern es gegenüber dem Bund am Ende auch durchgesetzt haben, dass wir klargemacht haben, in Extremistenhände gehören keine Waffen. Das ist mittlerweile über die Regelanfrage bereits Gesetz, meine Damen und Herren. Ja, man muss sagen, wir sind auch bei der Regelabfrage, was die Gesundheitsämter angeht, sind wir gescheitert, ja, Frau Kollegin Faeser? Am Bund gescheitert. Am Bund gescheitert, meine Damen und Herren. Aber ich will Ihnen gar nicht in Abrede stellen, dass Sie möglicherweise ebenfalls die Auffassung von uns tragen, dass hier eine Verbesserung im Bereich des Waffenrechts erreicht werden muss. Wir werden das Versammlungsrecht, wie wir das im Koalitionsvertrag vorgesehen haben, auch verändern. Und ich freue mich, dass in dem Antrag der Koalitionsfraktionen niedergelegt ist, dass wir auch eine offene Diskussion über Werkzeuge der Sicherheitsbehörden miteinander führen werden. Das wird eine Diskussion, die herausfordernd ist, weil man möglicherweise viele von den Dingen, die man bisher für wichtig gehalten hat, gerade unter dem Gesichtspunkt Kampf gegen Rechts, Kampf im Netz gegen Hass und Hetze, noch einmal überdenken muss. Aber ich finde es gut, dass man sich auch angesichts dieser Taten das vornimmt. Und meine Damen und Herren, natürlich, die Sicherheitsbehörden sind natürlich nach wie vor angehalten und werden auch von mir angehalten. Darauf dürfen und können Sie sich verlassen, dass wir auch operativ den Druck gegen den Bereich des Rechtsextremismus hochhalten. Wir haben dafür eine eigene Aufbauorganisation, BAOR, gegründet, die mit Durchsuchungsmaßnahmen, mit Festnahmen den Druck genau auf diesen Bereich der Rechtsextremisten hochhält. Und sie tun das erfolgreich. Und dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Meine Damen, wir lassen nichts, was rechtsstaatlich möglich ist, unversucht, um den Kampf gegen den Extremismus in diesem Lande entschlossen fortzusetzen. Gerade wegen der Opfer von Hanau. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann haben wir den Antrag der SPD. Geben wir in den Ausschuss. Dringlicher Antrag DIE LINKE. Geben wir auch in den Ausschuss. Und den Entschließungsantrag machen wir heute Abend. Oder geben wir auch in den Ausschuss?
Was machen wir damit? Mit dem Dringlichen Entschließungsantrag? Auch ein Ausschuss oder stimmt? Auch ein Ausschuss. Also alles in den Ausschuss. Gut.